schönen Donnerstagvormittag. Servus und hallo zu Push und anderem mit zumindest teilweise guten Nachrichten, was die Teststrategie an den Schulen betrifft. Da schaut es so aus, als würde die grundsätzlich greifen. Und Hannes Reichelt hört auf. Einer der besten und erfolgreichsten Skifahrer Österreichs beendet seine Karriere. Das und mehr jetzt in eurem kurzen Überblick von Krone TV. Die Zahlen steigen, aber die Teststrategie in den Schulen greift offenbar. Immer mehr Kinder und Jugendliche infizieren sich auch mit Corona. Aber durch die Teststrategie gibt es verhältnismäßig wenig Cluster in den Schulen. Wobei man sagen muss, da gibt es regional teilweise extreme Unterschiede. Insgesamt sind letzte Woche 1,5 Millionen Antigen-Schnelltests in Schulen gemacht worden. 810 davon waren positiv. Davon die meisten in Wien. 345 sogar. Im Vergleich dazu, in Vorarlberg sind es nur 11 SchülerInnen gewesen, die bei den Tests positiv getestet worden sind. Durch dieses intensive Screening können die meisten Schulen offen bleiben, denn so erwischt man, sagen Experten, infizierte Kinder rasch und vermeidet dadurch Cluster. 305 Weltcuprennen, dabei 44 Mal aufs Podium und 13 Mal ganz oben als Sieger. Dazu Weltmeister im Super-G. Ja, Hannes Reichelt hat eine echte Wahnsinns-Skifahrerkarriere hinter sich. Aber genau 7040 Tage nach seinem ersten Weltcuprennen in Val d'Isère war das damals, beendet der inzwischen 40-jährige Ski-Oldie gestern seine Karriere. Nach 20 Jahren ist es keine Schande, den Hut zu nehmen, sagt er im Interview. Heute will er beim letzten Super-G der Saison als Vorläufer sein letztes Mal in einem Weltcup-Kurs fahren. Aber nicht im Rennanzug, sondern ganz traditionell in einer Lederhose. Fahrt wird ihm in der Skipension ganz sicher nicht. Er freut sich jetzt mal auf seine Zeit als Fulltime-Papa mit seinem Sohn. Und außerdem hat er noch vor zu studieren, sagt er im Krone-Interview. Das ganze Interview steht online auf krone.at. Und wenn ihr gedanklich, so wie ich, vielleicht schon ein bisschen beim Mittagessen seid, wie wär's mit Lachs aus dem 3D-Drucker? Das soll es dank eines Wiener Startups bald geben. Die haben sich nämlich überlegt, vegane Fleischersatzprodukte gibt es ja schon viele, aber Fisch auf pflanzlicher Basis wird kaum angeboten. Also entwickelt die junge Firma aus Wien eine 3D-Druckermöglichkeit, Lachs aus Erbsenprotein, Algenextrakt und Ölen herzustellen. Da gibt es dann auf jeden Fall keine Schwermetalle oder Antibiotika und natürlich auch kein Tierleid. Sehr vegan. Der Verkauf soll noch im Sommer starten. Eigentlich wäre das heute so ein Vormittag, wo doch einige mit einem Kater zu kämpfen hätten, oder? Naja, aber Corona-bedingt sind die St. Patrick's Partys in den Pubs gestern ausgefallen. Aber gut, dass es Traditionen gibt, die auch von Corona nicht gebrochen werden. Zum Beispiel, dass die Stadt Chicago auch dieses Jahr zum St. Patrick's Day gestern eben den Chicago River mit pflanzlicher Farbe grün gefärbt hat. Seit 1962 zieht das die Stadt jedes Jahr durch. Schaut spektakulär aus. So viel zum Wichtigsten für jetzt mal, aber wir sind gleich wieder für euch da mit dem nächsten Update. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gleich bei Push. Bis dann. Boom. Boom, 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 boom.